So, willkommen zurück bei der Vorlesung Aktienrecht. Wir haben letzte Woche gesprochen über die fehlerhafte Besetzung. Heute schließen wir den Aufsichtsrat ab und kommen zur Hauptversammlung, damit wir nächste Woche den großen Fall bearbeiten können, den ich Ihnen hochgeladen habe. Können Sie gucken unter Fälle. Dieser Fall ist schwierig und lang, das heißt, Sie müssen ihn sich auch gründlich durchlesen. Unser Thema heute, Organisation des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus einem Vorsitzenden und dem Plenum. Der Vorsitzende ist im Grundsatz erstmal nichts anderes als die anderen Mitglieder. Er hat das gleiche Stimmrecht, er hat das gleiche Beratungsrecht. Er ist nur insofern herausgegriffen, als er gerade im Rahmen der Mitbestimmung eine entscheidende Rolle hat. Da hat er nämlich im Streitfall ein Doppelstimmrecht. Das heißt, seine Stimme zählt doppelt, wenn alle anderen sich nicht einigen können. Das Plenum heißt einfach nur, dass alle Aufsichtsratsmitglieder zusammensitzen. Das heißt, wenn es acht Aufsichtsratsmitglieder gibt, müssen alle acht zusammensitzen. Der Aufsichtsrat hat aber, weil es oft schwierig ist, weil es prominente Menschen sind, die irgendwie auch einen Hauptberuf haben, sogenannte Ausschüsse. Diese Ausschüsse sind kleine Einheiten im Aufsichtsrat, ein bisschen wie im Parlament, die sozusagen mit spezifischen Aufgaben befasst sind. Im Gesetz ausdrücklich erwähnt wird der Prüfungsausschuss als ein Ausschuss, der sich mit der Rechnungslegung befasst. Aber der Aufsichtsrat kann beliebige andere Spezialausschüsse bilden, etwa für bestimmte Auslandsvorhaben oder für bestimmte Segmente, die genau diesen Teil überwachen und eben nicht mit dem Gesamtthema befasst sind. Aufsichtsräte treffen auch Beschlüsse, etwa wenn es um einen Zustimmungsvorbehalt geht. Erstens, ob er überhaupt eingerichtet wird. Zweitens, ob die Zustimmung erteilt wird. Dazu trifft das Aktiengesetz durchaus einige Verfahrensregeln, etwa zu der Frage, wie oft der Aufsichtsrat Sitzungen durchführen muss, wie die Sitzungen vorher angekündigt werden müssen und wie die Stimmabgabe erfolgt. Das hat aber wenig Sinn, dass wir die jetzt alle im Detail durchgehen. Das können Sie sich mal, wenn Sie abends nichts zu tun haben, durchlesen oder auch im schlimmsten Fall erst in der Klausur. Das sind jetzt keine Normen, wo man sagt, das ist unbedingt spannend. Was aber spannend ist, ist die Frage, was eigentlich passiert, wenn man gegen diese Normen verstößt. Denn dann wird das Ganze überhaupt erst zu einem Fall. Was gilt, wenn man zum Beispiel eine Aufsichtsratssitzung nicht richtig einberuft, sondern einfach nur spontan sich drei Aufsichtsratsmitglieder treffen und sagen, ach komm, dann beschließen wir mal was, die anderen wissen davon gar nichts. Was meinen Sie, ist wohl die Rechtsfolge? Wenig spektakulär, wenn man sich nicht an die Formvorgaben hält. Ich heiße es wieder, ich warte 2 Minuten. Was denken Sie, was passiert dann, wenn man sich nicht an das Gesetz hält? Ja, die Beschlüsse sind dann automatisch nichtig. Es gibt keine Differenzierung zwischen Beschlüssen, die erst aufgehoben werden müssen, und Beschlüssen, die per se nichtig sind. Alle Beschlüsse sind automatisch unwirksam. Das führt allerdings zu 3 Problemen. Das erste Problem ist, woher weiß man überhaupt, was der Aufsichtsrat wie beschlossen hat? Denn die Aufsichtsratssitzungen und die Beschlüsse sind nicht öffentlich zugänglich. Das heißt, der Aktionär weiß gar nicht, was da intern im Aufsichtsrat gelaufen ist. Das zweite Problem, was das Ganze aufwirft, ist, ob die Nichtigkeitssanktion möglicherweise doch ein bisschen hart ist. Denn wenn man gegen irgendwelche Kleinigkeiten verstößt, weil irgendwie eigentlich nicht einberufen ist, würde alles in sich zusammenfallen. Der BGH sagt, die Alternative wäre aber die analoge Anwendung von 245, 246 Aktiengesetz, die genauso wenig passen, weil die Monatsfrist wäre zu kurz, dass man sagt, man muss innerhalb eines Monats sich melden. Und zum Zweiten, schon bei den 241 bis 246 Aktiengesetz können wir nicht sauber abgrenzen, was ein Nichtigkeitsgrund ist, was also schlimm ist, und was bloß Anfechtungsgrund ist, also weniger schlimm ist. Weil die Abgrenzung hier beim Aufsichtsrat noch komplizierter wäre, weil wir keine gesetzlichen Beispiele haben,
ist eine Differenzierung zwischen schlimm und mittelschlimm nicht möglich. Es gibt sozusagen nur nichtig oder komplett wirksam. Komplett wirksam ist es immer dann, wenn es um bloße Ordnungsvorschriften geht, die sozusagen keinerlei Verfahrensrelevanz haben, die keine Entscheidungsrelevanz haben können. Dann sagt man, ist es eine reine Formalie, die keine Auswirkung haben kann. Dann führt der Verstoß auch nicht zur Nichtigkeit. Typischster Fall eines Verstoßes, der irrelevant ist, ist der, wenn alle Aufsichtsräte sich einig sind, dass eine bestimmte Sache so sein soll, dann können im Grunde gegen alle Formvorgaben verstoßen. Solange man einvernehmlich einen Beschluss fasst, spielt es keine Rolle, wie der zustande gekommen ist, denn dann ist ja kein Interesse verletzt. Aufsichtsratsmandate enden automatisch mit dem Ende der Amtszeit, die grundsätzlich 5 Jahre beträgt, aber auch mit der Abberufung. Man kann einen Aufsichtsrat, den man nicht leiden kann, abberufen durch Beschluss der Hauptversammlung oder wenn der Aufsichtsrat selber sich unangenehm fühlt, ich erinnere mich an unseren Fall, den wir letzte Woche hatten, kann er sein Amt niederlegen und sagen, ich höre mit meiner Tätigkeit freiwillig auf. Das sind die Gründe, wie es endet. Natürlich endet es auch mit Tod oder mit Auflösung der Gesellschaft, aber das sind jetzt nicht die spannenden Fälle. Aufsichtsratsmitglieder sind nicht nur Marionetten, sondern es sind Organmitglieder, genauso wie der Vorstand, treffen sie daher auch eigene Rechte und Pflichten. Der Aufsichtsrat muss, also wenn Sie Aufsichtsratsmitglied sind, müssen Sie an den Sitzungen teilnehmen. Das ist nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, sondern das ist Ihre Hauptpflicht. Sie übernehmen zudem auch die persönliche Verantwortung für alle Beschlüsse. Wenn Sie also mit Ja stimmen, dann heißt das wirklich, dass Sie von Ja überzeugt sind, kein Fraktionszwang oder irgendwas, sondern das ist Ihre Verantwortung, denn wenn es schief geht, haften Sie nach 116 persönlich auf Schadensersatz und Sie können nicht sagen, ich fühlte mich gezwungen, weil alle anderen auch dafür waren. Gruppenzwang. Der Aufsichtsrat hat genauso wie der Vorstand eine Treuepflicht. Diese Treuepflicht äußert sich darin, dass der Aufsichtsrat nichts unternehmen darf, was der Gesellschaft schadet. Er darf also nicht notwendige Maßnahmen blockieren durch Ausübung eines Zustimmungsvorbehalts. Es äußert sich aber auch vor allen Dingen in der im Gesetz ausdrücklich genannten Verschwiegenheitspflicht. Der Aufsichtsrat darf nichts ausquatschen, was bei den internen Beratungen ihm mitgeteilt worden ist. Das sind so die 3 Kernsachen, die der Aufsichtsrat macht. Sitzungen durchführen, beraten, Beschlüsse fassen und schließlich darüber hinaus Schweigen bewahren und ein guter Mensch sein. Dafür bekommen Aufsichtsratsmitglieder Geld. Das Geld ist aber recht unspektakulär. Sie kriegen in einem DAX 30 Unternehmen ungefähr 111.000 Euro im Jahr. Das ist nicht viel, wenn Sie überlegen, was da für Leute sitzen. Da sitzen halt auch Anwälte und Ähnliches. Die müssen sozusagen noch nebenbei arbeiten gehen, damit die sich ihren Porsche leisten können. Selbst der Vorsitzende des Aufsichtsrates kriegt nur 355.000 Euro. Das heißt, auch dieser relativ zeitintensive Job rechnet sich alleine so nicht. Jetzt sagen Sie, ich würde für das Geld sofort anfangen, aber Sie würden auch nicht gewählt. So, das Gesetz unterscheidet 3 Stufen von Verträgen mit Aufsichtsratsmitgliedern. Das ist ganz schön aufgebaut. Wir haben 113, 114 und 115 Aktiengesetz. Wenn Sie da mal reingucken, ist 113 der normale Vergütungsvertrag. 113 ist das, wo drin steht, der Vorstand kann dem Aufsichtsrat für seine Tätigkeit eine Vergütung gewähren. Parallelnorm ist 87 für der Aufsichtsrat bezahlt den Vorstand. 113 sagt, der Vorstand bezahlt den Aufsichtsrat. Die spannenderen beiden Normen sind 114 und 115. Und in der Praxis spielt vor allen Dingen 114 eine große Rolle. 114 betrifft nämlich weitere Verträge mit Aufsichtsratsmitgliedern. Ich habe das mal hier auf der Folie. Verpflichtet sich ein Aufsichtsratsmitglied außerhalb seiner Tätigkeit durch einen Dienstvertrag, durch den ein Arbeitsverhältnis nicht begründet wird, oder ein Werkvertrag gegenüber der Gesellschaft einer Tätigkeit höherer Art, so hängt die Wirksamkeit des Vertrages von der Zustimmung des Aufsichtsrats ab. So, komm jetzt links, da steht. Von der Zustimmung des Aufsichtsrats ab.
Gewährt die Gesellschaft wohl eines solchen Vertrages eine Vergütung, ohne dass der Aufsichtsrat zugestimmt hat, so hat das Aufsichtsratsmitglied die Vergütung zurückzugewähren, es sei denn, dass der Aufsichtsrat genehmigt. Ein Anspruch gegen die Gesellschaft auf Herausgabe der erlangten Bereicherung bleibt unberührt. Der Anspruch kann jedoch nicht aufgerechnet werden. Das heißt, hier haben wir eine ausdrückliche Anordnung der Zwei-Konditionen-Lehre für die Bereicherungsfachleute. Das ist also toll. 115 betrifft demgegenüber Darlehensgewährung, das eine für Dienstverträge, das hier für Darlehensverträge. Und er sagt, hier brauchen wir die Einwilligung des Aufsichtsrates. Einwilligung heißt ausdrücklich, es muss vor der Darlehensgewährung geschehen sein. Das Ganze wird dann noch erweitert. Man kann Kredite für die Unternehmen der Tochtergesellschaft nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates geben. Und man kann das Ganze nicht für länger als 3 Monate im Voraus erteilen, sondern nicht so eine Vorratsermächtigung, du kannst alles machen, was du willst, sondern es muss sozusagen immer auch zeitnah erfolgen. 115.2 erweitert dann noch weitere Personen, das ist dann nicht so spannend. Hier, habe ich jetzt hingelangt, komisch. Hier habe ich jetzt diesen tollen Fall für Sie. Endlich mal wieder ein Fall. Sie haben sich schon gefragt, wann kommt wieder ein Fall? Hier kommt er jetzt. Der A ist Mitglied des Aufsichtsrates. Er ist aber auch gleichzeitig Partner einer Rechtsanwaltskanzlei. Nennen wir sie Hengeler Müller. Und diese Rechtsanwaltskanzlei ist erstmal da. Und jetzt kommen die Tochtergesellschaften der XAG und die lassen sich von Hengeler Müller beraten. Nicht von unserem A wohlgemerkt, sondern von der Rechtsanwaltskanzlei Hengeler Müller, Partnerschaft von Rechtsanwälten. Und diese Aufträge haben einen Umfang von 1 Million Euro und im Dezember werden dann die Verträge vorgelegt, die im Laufe des Jahres geschlossen sind. Verträge sind natürlich um beidseitig lange erfüllt und der Aufsichtsrat nimmt das alles pauschal und ohne Bedenken hin. In der Hauptversammlung werden nun Vorstand und Aufsichtsratsmitglieder entlastet. Und jetzt kommt der Querulant, der Aktionär Z, beantragt, nachdem er Widerspruch in der Hauptversammlung eingelegt hat, den Entlastungsbeschluss aufzuheben. Dazu müssen wir jetzt schon im Vorgriff auf das, was wir in den nächsten 10 Minuten mal machen, oder in der nächsten Viertelstunde mal machen, einen Blick werfen in die 241 folgende Aktiengesetz. Ein Blick ins Gesetz. Und dann sehen Sie erstmal 245 Aktiengesetz, wo wir schon dabei sind. Warum musste der hier Widerspruch in der Hauptversammlung einlegen? Warum konnte die einfach so klagen? Weil es halt drinsteht, weil er sonst nicht befugt wäre. Ja, das Gesetz beschränkt die Klagebefugnis auf Personen, die in der Hauptversammlung da waren und Widerspruch zur Niederschrift eingelegt haben. Warum macht das Gesetz das so? Wenn Sie nur mal weiter gucken, steht da drin, ja, das geht auch ohne, wenn nicht richtig geladen worden ist. Aber warum darf nur derjenige klagen, der auch vor Ort gewesen ist? Könnte sagen, es kann klagen, wer will. Gesetzesverstoß ist Gesetzesverstoß. Wahrscheinlich soll das eben so Regulanten ausschließen, räuberische Aktionäre, die nur aus diesem Grund anfechten und dann die sich das verkaufen lassen. Ja, würde das gegen räuberische Aktionäre helfen? Ist das ein. Ja. Die müssen ja nicht persönlich kommen, sondern einen Vertreter schicken, also kein Problem. Irgendein Student wird schon machen. Ja. Ist ein bisschen wie die Klagebefugnis in 42 VWGO. Man will, dass derjenige zumindest ein bisschen betroffen ist und nicht nur dadurch, dass er sagt, ich finde das irgendwie komisch. Man möchte sozusagen eine individuelle Betroffenheit sicherstellen. Gut. Das ist 245. 246, gucken wir da nochmal rein. Absatz 1 reicht uns. Was sagt der? Wenn das drinsteht, weiß ich auch. Frage, ist das eine Zulässigkeitsvoraussetzung oder eine Begründetheitsvoraussetzung? Das ist die eigentlich interessante Frage. Das kann man bei 245 sich auch fragen. Ist das eine Zulässigkeitsvoraussetzung wie Klagebefugnis im öffentlichen Recht oder eine Begründetheitsvoraussetzung? Das ist alles Begründetheit. Wenn Sie da eine Parallele wollen, Sie kennen es vielleicht aus dem Arbeitsrecht. Da haben wir eine Kündigungsschutzklage, da haben wir auch eine Kündigungsfrist.
also eine Klagefrist. Klagefristen im Zivilrecht sind immer materielle Ausschlussfristen. Man sagt, danach können Sie das Recht materiell nicht mehr geltend machen. Sie verlieren Ihren Anspruch. Der BGH begründet und sagt, das ist ein Anspruch auf Aufhebung und der Anspruch auf Aufhebung ist sozusagen befristet und wenn die Frist vorbei ist, ist mein Anspruch sozusagen erloschen. Das hat den praktischen Vorteil, die Klage wird nicht als unzulässig abgewiesen, sondern als unbegründet und damit haben Sie auch keine Möglichkeit mehr, das Ganze wieder zu heilen. Das ist dann endgültig kaputt und das Urteil ist in der Welt. Das heißt, das ist eine Begründungsvoraussetzung, sowohl die Klagefrist nach 246.1 als auch die Klagebefugnis nach 245, beides Begründetheitsvoraussetzungen. Ganz herrschende Meinung. Es gibt auch eine Mindermeinung dazu, kann ich Ihnen sagen. Die sagen, es sind Zulässigkeitsvoraussetzungen, aber wir haben nicht wirklich ein Argument für. Also das Hauptargument ist immer, dass man sagt, warum soll der Vorstand einen Anspruch auf einen rechtmäßigen Beschluss haben, denn der betrifft das ja gar nicht. Also 245 sagen, der Vorstand kann klagen, warum soll der Ansprüche haben, die irgendwie ausgeschlossen sein können? Gut, also 245, Anfechtungsbefugnis, hier Aktionär plus Widerspruch in der Hauptversammlung. 246.1, Klagefrist, ein Monat, haben wir hier auch. Und dann brauchen wir noch 243, einen Anfechtungsgrund. Weshalb kann man anfechten nach 243? Ja, wenn ein Beschluss gegen Gesetz oder Satzung verstößt, was kann hier nur in Betracht kommen bei diesem Sachverhalt? Die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder. Ja, die müsste gegen das Gesetz verstoßen. Frage, verstößt die Entlastung gegen das Gesetz? Sehen Sie hier irgendwelche Verfahrensmängel? Was kann man hier überhaupt nur als Grund nehmen? Ist das Ganze irgendwie, was das Einzige, warum dieser Beschluss über die Entlastung problematisch sein könnte? Ja, wenn der Aufsichtsrat irgendwo rechtswidrig gehandelt hat. Ja. Frage, woran würden Sie das festmachen? Warum darf man jemanden, der rechtswidrig gehandelt hat, nicht mal einfach so entlasten? Was ist denn die Entlastung? 120 Aktiengesetz. Ja, kann das nicht gebilligt werden? Frage ich mal so. Ja, was ist eigentlich der Vorwurf? Nur weshalb kann man hier überhaupt nur anfechten? Was würde man erwarten, was die hätten tun müssen in der Hauptversammlung, bevor die Entlastung erfolgt? Was ist eigentlich der Vorwurf? Der Vorwurf ist nicht, dass der gebilligt worden ist. Ich kann alles Mögliche billigen. Ich kann auch billigen, dass jemand, weiß ich nicht, Betrügereien betreibt. Da kann ich sagen, ja, ich finde Betrügereien finde ich lustig. Aber was ist der eigentliche Vorwurf hier? Was hätte man erwartet? Was hätte ein pflichtgemäß handelndes Organ gemacht, bevor man abgestimmt hätte? Wenn wir unterstellen, dass es hier irgendwie illegal wäre. Was würden Sie erwarten als Aktionär? Ja, der Aufsichtsrat hätte vorher offenlegen müssen, hört mal, wir haben Ende dieses Jahres genehmigt hier eine ganze Reihe Verträge mit der Kanzlei von dem sowieso und wir glauben, das war okay so, aber es war irgendwie halt recht spät. Wir hätten das auch gerne vorher gemacht. Das hätte man erwartet, dass man vorher informiert worden wäre. Das wäre also hier der schlichte Vorwurf der unzureichenden Information vor der Beschlussfassung. Der Vorwurf ist nicht, dass der Beschluss sozusagen inhaltlich falsch ist. Ich darf entlasten auch Leute, die böse sind. Die müssen mir nur vorher gestehen und dann entscheide ich, ob mir das Geständnis reicht oder nicht.
Wenn ich unzureichend informiert worden bin, kann ich nicht anfechten. Welche materiellrechtlichen Wirkung hat denn die Entlastung? Weil in Absatz 2, Satz 2 steht ja, die Entlastung enthält keinen Verzicht auf Ersatzansprüche. Ja, hat keine materiellen Wirkungen. Es billigt sein Verhalten. Ja, aber also, wofür gibt es denn dieses Institut der Entlastung überhaupt, wenn man sagt, ja, da Folgendes, wir sprechen jetzt mal einmal kurz darüber. Als Signal, dass man sagt, gut so, weiter so, oder ich würde mal was ändern. Also dem Motto, wenn man unzufrieden ist, kann man die Unzufriedenheit kundtun und kann sagen, wir finden dich schlecht. Ich finde dich total schlecht, Vorstand, will ich nicht mehr. Das kann man damit kundtun, weil man nicht abrufen darf und auch sonst keine Weisung erteilen darf. Es ist die einzige Möglichkeit für den Aktionär zu sagen, so wie es jetzt läuft, wollen wir es nicht haben. Bitte ändere es. Das ist sozusagen eine reine Signalwirkung. Sozusagen du, bitte nicht weiter so. Und wir gehen davon aus, dass der Vorstand sich daran halten wird, wenn man ihn ermahnt. Wir gehen davon aus, dass man den Vorstand disziplinieren kann. Also das hat keine Verbindlichkeit. Das ist einfach nur eine Signalwirkung. Genauso wie 120.2, das Vergütungsvotum, das können Sie dann auch vergessen, da wird einfach abgestimmt und gesagt, wir finden, der verdient zu viel Geld, dann sagt man, okay, abgeheftet. Aber möglicherweise reagiert man auch, wenn man sagt, okay, machen wir nicht nochmal. Aber mehr ist nicht die Aussagekraft. Gut, also für unseren Fall hier die Frage, hat denn der Aufsichtsrat hier irgendwas Böses gemacht? Würden Sie sagen, das war böse, was der Aufsichtsrat hier getrieben hat? Was werfen wir dem Aufsichtsrat denn hier vor? Worüber hätte er die Aktionäre informieren müssen, bevor sie über die Entlastung entscheiden? Ja, wir brauchen gar nicht so abstrakt mit Interessenkollisionen zu arbeiten. Gegen welchen Paragraphen könnte diese ganze Nummer hier verstoßen haben? Theoretisch wäre ein Verstoß gegen 114, nicht wahr? Ja, 114 Absatz 1. Jetzt gibt es eine ganze Reihe Argumente, die in dieser konkreten Konstellation dagegen sprechen könnten, dass diese Norm überhaupt verletzt worden ist. Fangen wir mal mit den trivialsten Argumenten an. Das trivialste Argument, was Ihnen auf den ersten Blick einfällt, ist, dass der Aufsichtsrat genehmigt hat. Und das Gesetz sagt ja ausdrücklich in Absatz 2, das kann man auch genehmigen. Ja? Frage, ist das trotzdem ein Verstoß? Was meinen Sie? Wenn Sie die Norm nach Ihrem Sinn und Zweck auslegen. Ja, dieser Zustimmungsvorbehalt wird ja völlig ausgedrückt, wenn man das einfach ohne weiterhin eigene Prüfung vollzieht. Ja, was soll diese Norm eigentlich sicherstellen? Was ist der Sinn der Norm? Warum macht man diese komische Zustimmungsgeschichte? Dass im Grunde die Privatautonomie gewahrt ist und der Aufsichtsrat auch mit Aufsichtsratmitgliedern Verträge schließen kann. Ja, der soll sicherstellen, dass Verträge geschlossen werden, aber immer einfach so. Warum machen wir diese ganze Nummer, dass alle anderen zustimmen müssen? Ja, das ist wieder dieses Problem des Richtens in einer eigenen Sache. Man soll nicht selber sozusagen auf beiden Seiten stehen, 181 BGB, Sie kennen das. Hier ist zwar der Aufsichtsrat nicht der Vertreter der Gesellschaft, sondern der Vorstand vertritt, aber wir sagen, da der Vorstand vom Aufsichtsrat gewählt wird, hat der Vorstand sozusagen ein gewisses Interesse an den Aufsichtsrat, freundlich zu stimmen. Und deshalb wird er eher das machen, was ihm gesagt wird. Wenn der Aufsichtsrat also sagt, komm mal, beauftrage meine Kanzlei, dann wird der Vorstand das machen, um sein Gehalt zu erhalten nach 87, um so eine Wiederwahl zu ermöglichen und überhaupt, um seine Geschäftstätigkeit einer geringeren Überwachung zu unterwerfen. Ich meine, der Fall, dass nachträglich genehmigt werden kann, obwohl auch schon Vergütung gezahlt worden ist, da steht ja ausdrücklich 114.2. Ja. Müsste man dann sagen, der Aufsichtsrat hätte hier eigentlich gegenüber Hengeler geltend machen müssen? Ist unwirksam der Vertrag? Hätte er es geltend machen müssen, ist die Frage. Hat Hengeler, würden Sie sagen, es wäre vernünftig zu sagen, nee,
hört mal, wir genehmigen nicht und wir fordern das Geld zurück. Wäre das? Nein, nicht, dass der Aufsichtsrat sagt, wir genehmigen nicht, sondern dass der Vorstand bis zur Genehmigung des Aufsichtsrates hätte sagen müssen, wir zahlen nicht, bis nicht genehmigt, bis unser Aufsichtsrat es nicht genehmigt hat. Naja, dann müsste der Vorstand eine Frage vorher stellen. Wenn er die Zahlung nur verweigern würde, wäre es auch ziemlich blöd, dann muss er nämlich Verzugszinsen im Zweifel zahlen. Was ist der eigentliche Vorwurf an den Vorstand? Dass er überhaupt Beraterverträge abschließt. Der Vorstand hat keine Beraterverträge abzuschließen mit Mitgliedern des Aufsichtsrates, ohne deren Zustimmung. Das heißt, wenn der Vorstand auf eigene Initiative losschießt und sozusagen es kein Notfall ist, nach dem Motto, das muss jetzt ganz schnell was erklärt werden, muss man sagen, ist der Vorstand selber schuld. Ja? Also der Vorstand hat hier durch die schlichte Abschluss des Vertrages seine Pflicht verletzt. Erst recht hat seine Pflicht aber auch verletzt. Wer? Ja, auf jeden Fall der A, denn der A hätte auch auf der anderen Seite des Vertrages entgegenwirken müssen, dass seine Kanzlei mit der Gesellschaft einen Vertrag schließt. Das heißt, wir haben sowohl einen Verstoß des Vorstandes als auch einen Verstoß des A, was schon ziemlich schlecht ist. Das heißt, obwohl die Norm eine Zustimmung nur vorsieht, das heißt auch die nachträgliche Genehmigung umfasst, können wir in Absatz 2 entnehmen, dass im Grundsatz ohne Zustimmung ohne Genehmigung keine Zahlung erfolgen darf. Das heißt, das Gesetz geht davon aus, dass vor Vertragsschluss die Genehmigung eingeholt wird, weil es macht keinen Sinn, sozusagen den Aufsichtsrat vor vollendete Tatsachen zu stellen. Das Ganze soll von vornherein einen Interessenkonflikt verhindern und das macht nur dann einen Sinn, wenn man das vorab macht. Das andere soll sozusagen nur den Vertragspartner schützen bzw. den guten Schein nach außen bewahren, dass man die Sachen aufrechterhält. Also das Argument, das Gesetz spricht von Zustimmung und nicht von Einwilligung, passt nicht, denn die Genehmigung ist nur nach 114 Absatz 2 ausnahmsweise möglich und hat gerade keine Ex-Tunk-Heilung, sondern bewirkt nur, dass der Vertrag danach sozusagen gerettet ist. Also, das ist kein Gegenargument. Was würden Sie noch sagen, wenn Sie Hengeler Müller vertreten in diesem Fall vor dem Bundesgerichtshof? Ja, der A hat da gar nichts zu tun. Was sagen Sie dazu? Das ist ein gutes Argument. Muss man sagen, Hengeler Müller ist nicht Anwalt A. Da gibt es mehr als einen Anwalt, habe ich gehört. Und die sind ja alle selbstständige Anwälte, die machen halt, was sie wollen. Das Problem ist, denke ich, dass er hier Partner ist. Wäre er der angestellte Anwalt, dann wäre es leicht noch sinnvoller, weil da ist Partner ist ja unmittelbar gewinnbeteiligt und allein dadurch hängt er ja immer mit drin. Ja, das ist das entscheidende Argument. Da er davon unmittelbar profitiert über seinen Gewinnanteil, ist er genauso, als hätte er selber Vertrag geschlossen. Das heißt, er ist genauso mit drin. Ich würde vielleicht auch sagen, das ist ja nicht die XAG selber, sondern Tochtergesellschaften der XAG? Ja, das ist das nächste Gegenargument. Immerhin war es ja nicht die Gesellschaft selber, sondern nur Tochtergesellschaften. Was sagen Sie dazu? Er hat ja gar nicht die XAG beraten, sondern Tochtergesellschaften. Ja, sehen Sie es aus der Sicht des Vorstandes, viel einfacher. Was würde man vom Vorstand erwarten in dieser Konstellation? Was wäre das ideale Verhalten eines Idealvorstandes? Der weiß, ich habe einen Aufsichtsrat, da sitzt ein Partner von Hengeler Müller drin. Was tut der Vorstand? Der gute Vorstand. Wenn er selber das macht, ja, aber hier haben sie ja die Tochtergesellschaft gemacht. Was würde der Vorstand tun, wenn er weiß, in der Muttergesellschaft sitzt der Hengeler-Anwalt im Aufsichtsrat? Vielleicht die Weisung erteilen in eine andere Situation. Ja, er würde die Weisung erteilen, entweder als Gesellschaft nach 37.1 GmbH-Gesetz oder als herrschendes Unternehmen nach 308 Aktiengesetz, dass die Leute das tun, was er ihnen gefälligst sagt, dass sie sozusagen hier den Vertrag nicht mit denen abschließen. Er würde eine schwarze Liste rausgeben und sagen, diese Kanzleien sind böse. Oder
er würde zumindest darauf hinweisen, dass er also ein Warnschreiben macht und sagt, wenn er keine Weisungsbefugnis hat, würde er zumindest sagen, bitte nicht mit denen, weil das entspricht hier Interessenkollisionsgesichtspunkten. Das heißt, er hätte davor warnen müssen und er hätte das verhindern müssen. Solche Verhinderungsbemühungen sind hier nicht ersichtlich. Selbst wenn er keine Weisungsbefugnis hat, würden von ihm erwarten, dass er zumindest das nächst mildere Mittel ergreift. Ja, das ist ein fachliches Argument nach dem Motto, ist es ein Eingriff in Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz, ja, um hier Berufsfreiheit, hochrangiges Recht, wenn man sagt, okay, diese Verträge gehen nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Meinen Sie, das ist ein Eingriff und sagt, das schränkt ihn so in seiner Vertragsfreiheit ein oder die Kanzlei, dass das problematisch ist? Ja, in der Tat, das erste Argument ist relativ offensichtlich, der entscheidet das selbstständig. Wenn er es freiwillig macht, dann muss er dieses Interessenkollisionsrisiko einkalkulieren. Zum Zweiten, das Ganze kann ja erfolgen, nur mit vorheriger Einwilligung. Das heißt, man müsste vorher den Aufsichtsrat fragen. Vorher und nicht hinterher. Das heißt, da kann man es schon machen. Und wenn die hinterher zustimmen, werden die hoffentlich im Zweifel auch vorher zustimmen. Sonst kann er halt sagen, wenn ihr nicht wollt, dann lege ich mein Mandat nieder und dann bleibe ich lieber Anwalt. Ja. Der entsprechenden Kanzlei das zu machen, beziehungsweise irgendwie ein Warnschreiben oder eine Weisung als Gesellschaft in der GmbH erteilt hätte, wo dann gesagt wird, ja, von vornherein kommt das nicht in Frage. Also wenn man das halt sagen würde, dann? Ja, dann würde ich ja sagen, dann würde dieses Argument ja viel eher ziehen, dass Hengler auch noch bestraft wird. Also Sie haben ja dann. Man kann ja von dem Verbot wieder befreien. Das ist ja nur die Grundaussage, es ist verboten, es darf nichts gemacht werden. Außer es wird eine gegenteilige Weisung erteilt, nach dem Motto, ihr dürft. Das wäre die Voraussetzung. Also sagen wir, wie man sagen, im öffentlichen Recht ein Verbot mit Befreiungsvorbehalt. Präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, sagt man. In § 14, da steht eine Gesellschaft, haben wir das jetzt ausgelegt, dass auch Tochtergesellschaften erfasst sind, oder wie haben wir das jetzt technisch gerade gemacht? Wir haben gesagt, dadurch, dass der Vorstand Einfluss ausüben kann, wird das der Muttergesellschaft zugerechnet. Weil wir sagen, der Vorwurf ist, dass der Vorstand sozusagen hier mit dem Aufsichtsrat mit dem Vertrag sozusagen vermittelt hat oder ermöglicht hat, indem er eine Weisung unterlassen hat an die Tochtergesellschaft. Also fassen wir es unmittelbar schon unter die Gesellschaft? Oder? Genau, wir werfen dem Vorstand vor, dass er seinen Einfluss nicht ausgenutzt hat. Das ist der Vorwurf. Der Vorstand hätte seinen Einfluss geltend machen müssen, um was zu machen, und zwar der Vorstand der Gesellschaft, wo diese Person im Aufsichtsrat sitzt. Weil man sagt halt, wir beziehen das auf das Verhältnis Vorstand-Aufsichtsrat und da ist die Interessenkollision, weil der Vorstand Interesse hat, den Aufsichtsrat ihm genehm zu halten und deshalb soll kein Aufsichtsratsmitglied sozusagen bestochen werden durch Beraterverträge. Ja, nur weil ja eigentlich ein Dienstvertrag gegenüber der Gesellschaft. Ja. Also da ist ja ein Dienstvertrag. Ja, aber der Vorwurf ist ja sozusagen, der Vorstand ist das Organ der Gesellschaft, hat sozusagen es ermöglicht. Das ist der Trick, den der BGH da anwendet. Ja, sonst noch was? Gucken wir mal kurz. Nö. Ja. Noch was? Nein, dann machen Sie ruhig. Man kann natürlich noch sagen, ja, wir haben es sowieso nach der Genehmigung ohne Bedenken pauschal. Ja. Eben. Also das erste Argument ist in der Tat Zustimmung nach 114.1. Das zweite Argument ist, wieso ist ja wieder gut gemacht, in Anführungszeichen, durch die Genehmigung. 114.2 sagt ja, wenn genehmigt ist, wird nichts zurückgefordert, sind alle glücklich. Antwort, die Genehmigung kann keine Heilung mit Rückwirkung sein, weil sonst das Verbot eben nicht wirksam wäre. Lässt sich da aus den Paragraphen 15 folgende irgendwas noch gewinnen?
nicht wirklich, weil der 115 genau diese Problematik ausdrücklich regelt. Das heißt, diese Argumentation mit 15 folgende hilft uns zwar bei 115 Aktiengesetz, der ausdrücklich auf verbundene Unternehmen Bezug nimmt, damit auf die Definition des 15 folgende, aber der 114 hat genau das nicht drin. Im Umkehrschluss kann man sagen, wir können darauf nicht abstellen. Das ist einfach ein logischer Umkehrschluss, und so würde da auch dasselbe drin stehen wie in 115. Deshalb müssen wir halt diesen Dreher machen und sagen, okay, die Muttergesellschaft selber ist die Böse, die hat sozusagen den anderen nur vorgeschoben. Das heißt, wir müssen hier ein Kausalelement haben zwischen Mutter und Tochter, das müssen wir bei 115 nicht haben. 115 ist deutlich flexibler vom Wortlaut her, der ausdrücklich die Konzernstruktur berücksichtigt. Das heißt, der 15 nützt uns hier leider nichts. So, hat der BGH entschieden, wie Sie sehen, 2012, ein großer Klassiker, beide Organe haften. Es haftet übrigens auch der Rechtsaufsichtsrat, weil der Rechtsaufsichtsrat hätte das nicht so einfach genehmigen müssen, sondern der hätte den Vorstand rügen müssen für seine böse Pflichtverletzung. Das heißt, er hätte zwar genehmigen können und gleichzeitig aber sagen müssen, Vorstand, so geht es nicht, bitte mach sowas nicht nochmal. Das heißt, auch die anderen Aufsichtsratsmitglieder, die genehmigt haben, sind auch alle mit dran. Ja, was ist die Rechtsfolge? Wird der Vertrag rückabgewickelt? Was ist die Rechtsfolge, dass der Beschluss erfolgreich angefochten ist? Welchen Beschluss haben wir gerade angefochten? Die Entlastung. Ja. Was ist die Folge, wenn der Entlastungsbeschluss wirksam angefochten ist? Das ist relativ offensichtlich. Gucken Sie mal in 241 Nummer 5. Was ist die Rechtsfolge? 241, Nummer 5. 41. 241, Nummer 5. Gestaltendes Urteil, der Beschluss nichtig. Ja, der Beschluss ist nichtig. Und was hat das für eine Folge? Jetzt wissen Sie, der Entlastungsbeschluss ist nichtig. Was ist die Rechtsfolge? Sagen Sie nicht nichts, das ist falsch. Er ist erstmal nicht entlastet, ja, ist die Entlastung verweigert. Heißt das dann, wenn die Entlastung aufgehoben ist, ist sozusagen die Entlastung nicht erfolgt? Ich würde sagen, dann liegt halt kein Beschluss der Hauptversammlung zu diesem Punkt vor. Ja. Die muss aber ein Ja. Das heißt, die Hauptversammlung muss wiederholt werden. Nicht die ganze Hauptversammlung. Ja, was? Zumindest der Teil, der sich wieder. Ja. Das ist der Witz der Sache. Nach 120 Aktiengesetz, der Entlastungsbeschluss ist dann nicht erfolgt und er muss nachgeholt werden. Das ist ein pflichtiger Beschluss nach 120. Das heißt, ich muss eine neue Hauptversammlung machen, wo erneut über die Entlastung beschlossen wird. Wenn ich Glück habe, kommt das gerade hin, haben wir im nächsten Jahr wieder eine Hauptversammlung, dann kann ich für die nächste Hauptversammlung beschließen. Wenn das nicht der Fall ist, muss ich meine eigene Hauptversammlung einberufen über die Entlastung von 2012 oder was, 2014. Das ist halt die Folge dieser Regelung. Ja, Sie sehen, eine tolle Norm. Das ist das Ergebnis. Also das Ergebnis ist, dass der Beschluss weg ist, nichtig. Nach 120 muss er aber neu getroffen werden. Das heißt, Sie brauchen eine neue Hauptversammlung, die komplett neu entscheidet, auf dieser Grundlage. Die dürfen wieder entlasten, gar kein Problem. Die müssen nicht sagen, wir entlasten dich nicht. Wahrscheinlich werden sie ihn auch entlasten, aber das ist halt die Folge. Dass man nochmal drüber redet und nochmal meckern darf. Sie sind ganz begeistert von dieser Anfechtung. Ich sehe das, das ist unheimlich sinnvoll, aber es sorgt halt dafür, dass das Gesetz eingehalten wird. So, Aufsichtsratsmitgliederhaftung haben wir schon mal gehabt. Sie erinnern sich an unseren Fall, wo der Vorstand zu viel Geld bekommen hat. 116 Satz 1 sagt, es gelten die Regeln für Vorstandsmitglieder. Damit gilt auch die Business Judgment Rule, insbesondere im Zusammenhang mit den Zustimmungsbeschlüssen. Wenn Sie einen Zustimmungsvorbehalt haben, kann es ja nicht sein, dass der Vorstand sagen kann, ja, es war eine unternehmerische Entscheidung mit vielen Risiken, wir konnten nicht besser wissen und der Aufsichtsrat haftet sofort, sondern auch der kann sagen, wir wussten genauso wenig wie der Vorstand, wir haben uns auf die Gutachten verlassen, irgendwelche Ökonomen haben gesagt, das sei so und dann sind die raus aus der Haftung. Ergänzend stellt uns 116 Satz 2 klar, Vergütung ist böse und Geheimnisverrat ist böse. Das ist dasselbe, was wir auch bei 93 Absatz 3 haben, wo es eine schwarze Liste gab.
das indiziert sozusagen die Pflichtverletzung, dann sind sie ohnehin dran. Also wer Geheimnisse verrät, da rollt der Kopf und das ist ausdrücklich gesetzlich geregelt. Gut, dann Mitbestimmung. Mitbestimmung habe ich relativ ausführlich gemacht im GmbH-Recht. Da haben alle gemeckert und haben gesagt, die Vorlesung sei so langweilig. Deshalb machen wir es hier nicht so lang. Mitbestimmung. Es gibt zwei Arten von Mitbestimmung in Deutschland. Es gibt die betriebliche Mitbestimmung, das ist der Betriebsrat, das heißt der Betriebsrat. Und es gibt die unternehmerische Mitbestimmung, das ist die Vertretung der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. Die unternehmerische Mitbestimmung war früher auch mal in dem Betriebsverfassungsgesetz geregelt, um Sie zu verwirren. Heute ist die geregelt im Drittelbeteiligungsgesetz und im Mitbestimmungsgesetz. Was Drittelbeteiligung bedeutet, ergibt sich schon aus der Bezeichnung des Gesetzes, nämlich wie viele Arbeitnehmervertreter sitzen in einem Aufsichtsrat mit 3 Personen beim Drittelbeteiligungsgesetz? Ja, einer. Und wie viel sind es, wenn es 9 Aufsichtsratsmitglieder sind? 3. Sie sehen, das ist nicht schwierig, das ist Drittelbeteiligungsgesetz. Jetzt kommen wir zum Mitbestimmungsgesetz. Es gibt keine 10. Es muss nämlich 3-teilbare Zahl sein beim Drittelbeteiligungsgesetz. Beim Drittelbeteiligungsgesetz muss eine 3-teilbare Zahl sein. Das ist die Vorgabe. Deshalb kann das Problem da nicht auftreten. Also es kann nicht 10 geben. Es muss immer durch 3 teilbar sein. 12 würde wieder gehen. Dann sind es logischerweise 4. Ja? Drittelbeteiligungsgesetz ist nicht schwierig. Das Mitbestimmungsgesetz ist dagegen schwierig. Das Mitbestimmungsgesetz ist sehr undankbar, wenn Sie da reingucken, haben Sie Paragraph 27, dann haben Sie im Mitbestimmungsgesetz zunächst mal eine einfache Regel, die sagt, Sie brauchen mindestens 2000 Arbeitnehmer. Das heißt, sobald Sie 2001 Arbeitnehmer haben, greift das ein, vorher greift Drittelbeteiligung. Drittelbeteiligung von 501 bis 2000, 501 bis 2000 und ab 2001 sind Sie in der Mitbestimmung drin. Was bedeutet Mitbestimmungsgesetz? Sie haben einen Aufsichtsrat, der genau 50-50 besetzt ist. Was bedeutet das wiederum rein rechnerisch, damit Sie 50-50 besetzen können? Sie brauchen eine gerade Zahl von Aufsichtsratsmitgliedern. Und damit die gerade Zahl auch sichergestellt wird, gibt Ihnen das Mitbestimmungsgesetz genau vor, wie viele Aufsichtsratsmitglieder Sie haben dürfen. Hat einer Mitbestimmungsgesetz dabei? Das müsste in dieser DTV-Sammlung drin sein. Wenn Sie da in Paragraph 7 reingucken, keiner? Dann mache ich jetzt den tollen Trick. Jetzt staunen Sie. Achtung. Tada. Google Chrome, der Browser Ihres Vertrauens. Wenn Sie 2001 bis 10.000 Arbeitnehmer haben, setzt sich der Aufsichtsrat zusammen aus 6 Mitgliedern der Anteilseigner und 6 Mitgliedern der Arbeitnehmer. Das heißt, es sind insgesamt wie viele? 12. Wenn Sie mehr als 10.000, aber weniger als 20.000 haben, das heißt 10.001 bis 19.999, dann setze ich zusammen aus 8 und 8, das macht 16. Und schließlich, wenn Sie mehr als 20.000 haben, das heißt 20.000 und einen bis unendlich, dann haben Sie 10 auf der einen Seite und 10 auf der anderen Seite sind 20 insgesamt. Bis 20.000, nicht mehr als 20.000. Ja, sonst wäre sozusagen 20.000 Arbeitnehmer niemals. 20.000 Arbeitnehmer kriegt die mittlere Kategorie, 8 und 8. Genau. Ja. Nur weil Sie gerade gemeint haben, mit dem 19. Nein, in der Tat, 20.000 die mittlere Kategorie und 20.001 die
letzte Kategorie. So, der stellt sich eine praktische Frage, wenn das genau 50-50 sind und die Arbeitnehmer der einen Meinung sind und die Arbeitnehmer der anderen Meinung, wie können die sich jemals einigen? Stellen wir uns vor, die müssen den Vorstand wählen. Und die einen sagen, wir wollen Lafontaine und Gysi und die anderen sagen, wir wollen Stoiber und Seehofer. Wer gewinnt? Es kommt ja darauf an, wer den Aufsichtsratsvorsitz hat. Und ich denke, das sind immer die Anteilseigner. Und der hat ja dann einen Doppelvotum und damit Das wäre schön, wenn das so wäre. Das Gesetz ist viel komplizierter. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte mit 2/3 Mehrheit den Vorsitzenden. Und wenn es ihnen gelingt, als Arbeitnehmervertreter alle zu überzeugen, ja, also stellen Sie sich vor, Sie sind ein überzeugender Arbeiter und sagen, ich bin der Star, dann können Sie auch als Arbeitnehmervertreter Aufsichtsratsvorsitzender werden und dann sind Sie das. Nur dann, sagt uns der Absatz 2, wenn die Mehrheit nicht erreicht wird, also wenn Sie keine 2/3 Mehrheit kriegen, sondern nur eine einfache Mehrheit, dann wird getrennt. Dann wird getrennt nach Vorsitzendenwahl und Stellvertreterwahl. Und bei der Vorsitzendenwahl dürfen nur die Vertreter der Anteilseigner abstimmen und bei der Stellvertreterwahl nur die Vertreter der Arbeitnehmer. Was immer noch nicht garantiert, dass sie ihre eigenen Leute wählen, wohlgemerkt. Auch da könnten die Anteilseigner hingehen und einen Arbeitnehmer als Vorsitzenden wählen. Oder die Arbeitnehmer einen Anteilseignervertreter als Stellvertreter. Allerdings indiziert dieses brillante Verfahren relativ deutlich, dass man a. keine 2/3 Mehrheit kriegen wird und b. dass die Anteilseigner einen der ihren wählen und die Arbeitnehmervertreter auch einen der ihren wählen. Dadurch ist es in der Tat so, dass die Anteilseigner im Zweifel die Mehrheit haben. Dieses Verfahren war in den 70er Jahren sehr umstritten, ist bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Warum? Welches Grundrecht wird hier wohl betroffen? Fragen Sie sich mal so als Ö-Rechtler. Wer beschwert sich hier über diese Regelung? Ja, das Eigentum ist hier betroffen. Sie haben Ihr Geld in Aktien investiert und auf einmal entscheiden irgendwelche Arbeitnehmer über Ihr Vermögen. Die Arbeitnehmer entscheiden über ihr Vermögen und da das Gesetz immer noch nicht gibt und nicht verfassungswidrig ist, spricht dafür, das Bundesverfassungsgericht fand es wohl gut. Was meinen Sie, warum sagt das Bundesverfassungsgericht, hält das der Prüfung vor Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz stand? Warum wird hier nicht die Eigentumsfreiheit mit Füßen getreten? Ja. Der Absatz 2 gewährleistet, dass die Anteilseigner das letzte Wort haben und dadurch ist das Recht der Anteilseigner hinreichend geschützt. Wir haben in Deutschland auch eine andere Form der Mitbestimmung, die uns jetzt nicht interessieren muss, das ist die Montanmitbestimmung für Bergbauunternehmen, für Kohleunternehmen. Also wenn Sie das interessiert, können Sie das gerne irgendwo mal hören, aber nicht hier. Da ist es interessanterweise so, dass jede Seite in der Tat wieder paritätisch besetzt ist, aber der Vorsitzende ist nicht von der einen oder anderen Seite gewählt, und der Vorsitzende ist ein neutrales Mitglied. Ja? Das ist dann in der Tat ganz schwierig, wenn sozusagen auch noch so ein Mediator zwischen den Parteien steht. Insgesamt also führt diese Mitbestimmung zu einer Besetzung des Aufsichtsrats mit Arbeitnehmervertretern. Tolle Regelung. Das Gesetz hat das auch alles für Sie wunderbar zusammengefasst in 96. Es sagt nämlich, 1, 2, 3, es gibt hier Montanmitbestimmung, die wir mal ausgeklammert haben, mit Arbeitnehmervertretern und weiteren Mitgliedern. Ebenso hier das Mitbestimmungsergänzungsgesetz, was das Ganze erstreckt auf verbundene Unternehmen von Montanunternehmen, dann Drittelbeteiligungsgesetz und Mitbestimmungsgesetz. Tolle Regelung, wenn Sie also nicht wissen, wo das Drittel der Mitbestimmung ist, in 96 finden Sie den Verweis, da werden die alle nochmal aufgelistet. Nun kann es im Einzelfall zum Streitpunkt kommen, haben wir wirklich 2001 Arbeitnehmer, haben wir wirklich 501 Arbeitnehmer oder haben wir nur 499? Und das kann man nicht so einfach durchzählen.
dann gibt es ein gerichtliches Verfahren, das nennt sich Statusverfahren. Das ist in 96 geregelt. Sie können dann zu einem Gericht gehen und sagen, ich glaube, hier sind mehr als 2000 Arbeitnehmer, wir brauchen mehr Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. Und dann prüft das Gericht das und nach 98, 99 geht dann eine verbindliche Entscheidung, die sagt, Ihr Aufsichtsrat muss so und so besetzt sein. Bei Ihnen müssen 50-50 sein oder bei Ihnen müssen ein Drittel, zwei Drittel sein oder bei Ihnen müssen gar keine Arbeitnehmer drin sein. Und diese Entscheidung ist zunächst mal verbindlich und da müssen Sie sich dran halten. Das ist der ganze Sinn dieses Verfahrens, denn es gibt böse Unternehmen in Deutschland, die Arbeitnehmerrechte mit Füßen treten würden, wenn man sie lassen würde. Deshalb kann man das gerichtlich erzwingen, dass die Arbeitnehmervertreter auch im Aufsichtsrat drin sitzen. Ich kann Sie beruhigen, die Praxis funktioniert ganz gut. Es ist nicht so, als ob die Unternehmen in Deutschland ihre Arbeitnehmer verschweigen würden. Das ist anders als bei den Betriebsräten. Betriebsräte werden oft nicht gebildet. Aufsichtsräte sind immer gut abgesichert. Fragen zum Thema Mitbestimmung? Nein, ich sehe, die Begeisterung ist groß für die Mitbestimmung. Also ein Herz für die Mitbestimmung, ich sehe, da träumen Sie von. Kann man viele tolle Sachen machen mit der Mitbestimmung. So, jetzt kommen wir zum Thema Hauptversammlung. Wir haben bisher gesprochen über Finanzverfassung, ganz am Anfang, Sie erinnern sich, Kapitalaufbringung, Kapitalerhaltung. Wir haben gesprochen über den Vorstand und wir haben gesprochen über den Aufsichtsrat. Jetzt kommt das dritte und letzte Organ, die Hauptversammlung. Bei der Hauptversammlung werden Sie sehen, gibt es ganz viele Sachen, die schiefgehen können und es gibt eine sehr detaillierte Rechtsprechung. Angefangen mit Fragen wie, muss man die Reden auf der Hauptversammlung auf dem Klo hören können oder nicht? Über die Frage, muss sich eine Frau am Eingang gefallen lassen, dass ihre Handtasche durchsucht wird? Bis hin zu der Frage, muss im Protokoll aufgeschrieben werden, ob mit Hand oder mit Fuß abgestimmt wird? All das ist in der Hauptversammlung im Detail gerichtlich entschieden. Ja? Also ein Gebiet, da kann man richtig viel Detail lernen, aber das muss man zum Glück nicht. So, Hauptversammlung. Diejenigen von Ihnen, die letztes Semester schon Gesellschaftsrecht gemacht haben, wissen, das hier ist die Telekom-Hauptversammlung. Das hier ist der Aufsichtsrat und der Vorstand, da sitzen die da alle, da sitzt Herr Krämer, glaube ich, irgendwo und guckt gerade runter. Das ist der Telekom-Vorstand, die sitzen da und dann können Sie denen Fragen stellen und können sie fertig machen. Gibt tolle Leinwände, es ist eine Multimedia-Show. Nächstes Jahr in Bonn, da müssen Sie nicht so weit fahren, also Sie sparen sich die Reisekosten. Köln ist Geschichte, dieses Jahr oder nächstes Jahr in Bonn. Können Sie hingehen, Herr Krämer lädt Sie alle herzlich ein, Sie dürfen auch was essen, das Essen ist aber nicht so gut, das lohnt sich eigentlich nicht. Aber Sie können dann, wenn Sie mir eine E-Mail schicken, übertrage ich Ihnen mein Stimmrecht, dann können Sie für mich abstimmen und können auch eine Rede halten und das Publikum hier zu weinen bringen. So. Sie können da richtig was auftichen, so. Sagen, ich finde die Telefonrechnung ist viel zu hoch und dann kommen Sie im Fernsehen hier, das ist toll. Ja? Ihre Chance, machen Sie das. Aber nächstes Semester. Müssen wir eine E-Mail schicken, weil ich bin nicht mehr hier, aber im Geiste kann ich immer noch die da hinschicken. Vertretung ist halt so. So, Hauptversammlung wird im Gesetz in zwei Bedeutungen verwendet. Die erste Bedeutung ist das Organ. Das ist die Frage der Zuständigkeit. Hauptversammlung ist das Organ, was Satzungsänderungen macht. Hauptversammlung ist das Organ, was den Aufsichtsrat wählt. Das ist Hauptversammlung als Organ. Das Aktiengesetz spricht von Hauptversammlung auch als Veranstaltung. Wenn das Gesetz sagt, die Aktionäre nehmen ihre Rechte in der Hauptversammlung, Wein 118, meint es in der Veranstaltung, in dem Event. Das heißt, das Ganze hat zwei Bedeutungen, entweder Organ im Sinne von Gruppe oder Veranstaltung im Sinne von Termin. Das Ganze ist sehr wichtig, weil man es als Zentrum der Aktionärsdemokratie bezeichnet. Aktionärsdemokratie klingt auf dem Papier immer gut. Man sagt Demokratie, Berechtigung der Bürger,
Das Vermögen gehört nicht mehr dem Staat, sondern jedem Mann auf der Straße und jeder Frau. Das Problem dabei ist, wie wir schon gelernt haben, die AG wird nicht geleitet von der Hauptversammlung, sondern die AG wird geleitet vom Vorstand in eigener Verantwortung. Sie können dem gar nichts sagen, der hat ja nichts. Der ist völlig weisungsfrei. Darüber hinaus ist es eine verzerrte Demokratie, denn es gilt nicht jeder eine Stimme, sondern es gibt den einen, der da sitzt, der 95% der Stimmen hat und alle anderen, die da sitzen, teilen sich 5%. Ja? Man könnte auch sagen, ob sie da hingehen oder nicht, ihre Stimme zählt eh nicht. Es gibt einen, der alles zu sagen hat, einen Diktator quasi. Das ist also eine sehr verzerrte Demokratie-Darstellung, also nicht ganz so intuitiv. Zum Zweiten, die Hauptversammlung ist, auch wegen der Rechtsprechung, die ich eben angedeutet habe, mehr Show als Diskussionsveranstaltung. Das ist nicht wie eine Bundestagsdebatte, dass dann wirklich ernsthaft diskutiert wird, sondern es ist wie eine Kabarett-Show. Es kommt ein Überraschungskünstler, sagen wir mal derjenige, der meine Aktien vertritt, tritt auf die Bühne, nimmt sich das Mikrofon und sagt, ich wollte immer schon mal was über die Telekom sagen und erzählt dann irgendwas. Also jeder kann reden, so viel er will. Solange es irgendwie auch noch im Entferntesten mit der Tagesordnung zusammentun hat, wird der Vorstand oder beziehungsweise der Aufsichtsratsvorsitzende, der die Versammlung leitet, sich sehr zurückhalten damit, den zu unterbrechen. Ja? Endlich mal Publikum, was ihnen zuhören muss. Ja? Tolle Sache. Zum anderen führt diese Rechtsprechung natürlich dazu, dass jeder penibelst darauf einachtet, diese Formalie einzuhalten. Das ist also wirklich wie Dinner for One. Es wird exakt nach einem festen Programm abgespult. Es darf nicht schief gehen, weil wenn es schief geht, können Sie ganz normal noch neu durchführen. Oder Sie lassen sich verklagen und verlieren vor Gericht. Das heißt, es darf nicht schief gehen, das ist ein perfekt durchgeprobtes Programm. Das hat also so ein bisschen was von Staatstheater. Wir sehen hier, eine Theaterwissenschaftlerin sagt, das ist eine Zwangstheatralisierung. Ich habe das Wort lange geübt. Im zweiten Akt geht das Ganze dann in die Niederung des Tingeltangels nieder, wenn nämlich die Aktionäre auf die Bühne treten und ihre Show abziehen. Erstmal kommen die Profis, die können dann noch was erzählen mit großer Leinwand und tollen Charts. Und dann kommen sie ohne PowerPoint vor einem riesigen Publikum im abgedunkelten Saal und erzählen irgendwas Tolles. Ihre Chance. Das ist dann lustig. Also es gibt in der Tat immer die Leute, die kommen und sagen, bei mir klingelt das Telefon jeden Tag und ich weiß nicht, wer dran ist. Dann sagt der Vorstandsvorsitzende, das ist aber schade, da können wir auch nichts dran machen. Und da kommt einer und sagt, die Telefonrechnung ist zu hoch und sagt er auch, kann man nichts dran machen. All das kommt in der Telekom-Hauptversammlung. Gehen Sie dahin. Sie müssen nur lang genug da bleiben, das ist das Problem. Sie können nicht jetzt gehen, nachdem die wichtigen Leute geredet haben. Nichtsdestotrotz, die Hauptversammlung ist ein ganz hohes Ideal. Sie sagt nämlich, hier treffen sich die Aktionäre, werden informiert über den aktuellen Stand, diskutieren dann darüber untereinander, kommunizieren, nämlich indem da einer nach vorne geht, was erzählt, die anderen zuhören, und dann am Ende treffen sie Entscheidungen für die Zukunft. Also Information, Kommunikation, Entscheidung, alles in einem Termin durchgebündelt, perfekt organisiert. Das ist die Hauptversammlung im Idealbild des Gesetzes. Unabhängig von der kabarettistischen Unterhaltung, die da passiert. Wird das Ganze angenommen? Naja, wenn Sie mal gucken, ich habe hier mal die Statistik über einen langen Zeitraum analysiert. Links sehen Sie eine Prozentzahl. Sehen Sie das? Das geht bis 70 hoch. Unten sehen Sie Jahreszahlen und Sie sehen, die Präsenz bewegt sich ungefähr bei 50%. Deshalb ist es auch statistisch so, wenn Sie 30% der Stimmrechte haben, haben Sie einen beherrschenden Einfluss. Es reichen 30%, weil die anderen 50% tauchen nie auf. Das ist der typische Fall in deutschen Aktiengesellschaften. Die Mehrheit kommt nicht, oder die Mehrheit kommt, aber ein großer Teil kommt nicht. Im Jahr 2004 war sogar die Mehrheit nicht da. Ha, endlich mal. Aktionäre nehmen nach 118 ihre Rechte in der Hauptversammlung wahr. Rechte sind in dem Fall zunächst mal das bloße Teilnahmerecht. Sie können da hingehen und können zuhören. Ja? Jeder Aktionär, auch einer ohne Stimmrecht, darf hingehen und sich anhören und angucken. Tolle Sache, Unterhaltung pur. Jeder Aktionär kann außerdem Fragen stellen. Er hat ein Auskunftsrecht und kann Fragen stellen, auch wenn er kein Stimmrecht hat. Sie können einfach mal so Fragen stellen und sagen, ich stelle den Vorstand jetzt bloß mit einer gemeinen Frage. Wenn er die nicht beantworten kann, dann wird es schlimm enden.
Aktionäre haben aber auch ein unabhängiges Rederecht. Sie können also auch ohne eine Frage zu stellen einfach mal was kommentieren und sagen, das letzte Jahr ist schlecht gelaufen. Können sagen, können wieder gehen. Ja? Also Sie müssen keine Frage stellen, Sie dürfen auch was sagen einfach nur. Und Sie können die anderen auch auffordern und sagen, deshalb stimmen Sie gegen die Entlastung. Können Sie machen, völlig okay. Müssen nichts fragen, können einfach nur einen Spruch bringen. Cooler Spruch ist auch nicht schlecht. Und natürlich das Premiumrecht, das Stimmrecht. Aktionäre dürfen auf der Hauptversammlung abstimmen. Üblicherweise nicht mit Handzeichen, auch nicht mit Stimmzetteln mehr, sondern heutzutage haben viele so Touch-Dinger, dann kommt einer zu ihnen und hält so ein Ding unter die Nase und müssen da irgendwie was anklicken. Darüber hinaus können die Aktionäre Anträge stellen. Sie können einen Antrag stellen, einen Punkt auf die Tagesordnung zu nehmen. Ja, Sie können sagen, ich möchte gerne, dass das verhandelt wird. Wenn Sie die entsprechende Stimmenmehrheit haben, wird das halt ignoriert, aber das können Sie beantragen. Und Aktionäre können anfechten Beschlüsse, können sagen, das ist alles rechtswidrig. Sobald der Beschluss gefasst ist, können Sie vor Gericht ziehen. Diese Rechte sind hier unten so gestrichelt, weil das Rechte sind, die nicht unbedingt in der Hauptversammlung ausgeübt werden, sondern entweder davor, nämlich das Antragsrecht, oder danach, nämlich das Anfechtungsrecht. Gut. Wir fangen jetzt didaktisch sinnvoll, nach langer Überlegung, damit an, dass wir heute die rechtlichen Schritte gegen unwirksame Hauptversammlungsbeschlüsse behandeln und erst nächste Woche mit dem tollen Fall uns beschäftigen werden mit den einzelnen Fehlern, nämlich alles, was da falsch laufen kann. Diese Woche also, was kann ich gegen Beschlüsse tun? Und wir haben schon gesehen, das Gesetz unterscheidet die Nichtigkeit von der bloßen Anfechtbarkeit. Die Nichtigkeit ist hier die absolute Ausnahme. Nichtigkeit nur dann, wenn einer der gesetzlichen Nichtigkeitsgründe vorliegt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Hauptversammlung gar nicht wirksam einberufen worden ist, wenn Sie zum Beispiel gar nicht wissen, wo Sie hin mussten. Dann brauchen Sie da keine Anfechtungsklage, dann können Sie sagen, diese Hauptversammlung war gar nicht sinnvoll. Ansonsten müssen es ganz fatale Mängel sein, zum Beispiel wir schaffen den Aufsichtsrat ab, das geht nicht, oder wir schaffen das Grundkapital ab, das geht auch nicht, oder wir schaffen die Mitbestimmung ab, auch das geht nicht. Solche Beschlüsse sind nichtig. Die Anfechtung ist demgegenüber der Regelfall und die verlangt irgendeine Verletzung von Gesetz oder Satzung. Irgendeine heißt, es muss nicht was Wichtiges sein. Es muss nicht wie bei 134 ein Verbotsgesetz oder irgendwas Besonderes sein. Jeder Verstoß gegen irgendeine Form von Dingen reicht im Grundsatz für die Anfechtbarkeit. Wir kommen noch dazu, dass das inzwischen eingeschränkt wird. Frage, ist das häufig? Und ich kann Ihnen sagen, nein. Was zeigt uns dieser Balken? Sie sehen den grauen Balken und den roten Balken. Sieht irgendjemand den roten Balken? Der rote Balken ist der kleine Balken. Das ist das hier. Diese Balken setzen ins Verhältnis die Anzahl der Aktiengesellschaften in Deutschland zu der Zahl der Beschlussmängelklagen, also Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen. Sie können also sehen, zum Beispiel im Jahr 2010, das ist die Zahl der Beschlussmängelklagen, das ist die Zahl der Aktiengesellschaften. Rein statistisch können wir also sagen, die Chance, dass sie eine Beschlussmängelklage trifft, ist extrem gering. Ja? Frage, wie kommt es dazu? Ganz einfach, weil es sich bei der Mehrzahl der Gesellschaften gar nicht lohnt, eine Beschlussmängelklage zu erheben, weil da eh nichts zu holen ist. Ja? Nicht jede AG ist groß und börsennotiert. Sie suchen sich ja die raus, die attraktive Ziele für Klagen sind. Ich habe es auch mal so dargestellt, wenn Sie es so haben wollen. Es bewegt sich zwischen 0,5% und im Höchstpunkt 2,5%. Selbst zur Höchstzahl der Aktionärsklagen waren 2,5% der Aktiengesellschaft mit einer Beschlussmängelklage betroffen. Sie können also sehen, das ist jetzt nicht eine Sache, die immer der Fall ist. Das eigentliche Problem ist dieses Schaubild. Das zeigt uns nämlich, dass die Zahl der Fälle, die durch Urteil entschieden wird, deutlich kleiner ist als die Zahl der Fälle, die durch Vergleich beendet wird. Woran liegt das? Ganz einfach, weil keiner Lust hat, bis zum BDMGH zu ziehen, um den Fall zu klären. Das dauert ewig und im Zweifel haben Sie in der Zeit
die wichtigen Sachen nicht gemacht, üblicherweise halt Kapitalerhöhungen, Unternehmensfusionen oder ähnliches. Das wollen Sie nicht abwarten. Sie wollen ja jetzt Geld auftreiben und nicht in 5 Jahren. Das heißt, das große Problem ist hier das blaue Ding. Da macht man sich Sorgen drüber. Alles andere wäre noch völlig im Rahmen. Wenn Sie das blaue Ding noch weiter auseinandernehmen, wird es auch noch interessant. Sie sehen, es gibt hier einerseits einen relativ großen Kasten hier rechts, der sagt, das sind Vergleiche unter 500.000. Das ist Peanuts. Da würden Sie nicht für vor Gericht ziehen. Das ist uninteressant. Das eigentliche Problem ist, wir haben hier diesen Kasten, das sind Vergleiche bis 2 Millionen. Und wenn Sie diese Dinger da oben sehen, dieses Eckchen da, dann sehen Sie, das sind über 10 Millionen beziehungsweise zwischen 2 und 10 Millionen. Das ist schon ganz schön happig. Wenn man 10 Millionen zahlt für dieses Eckchen da oben, dann kann das teuer werden. Ja? Also 10 Millionen wird als Vergleich gezahlt, damit Sie Ihre Klage zurücknehmen. Gut, wenn wir diese Zahlen uns genau angucken, fragt sich, wer macht das? Unter anderem dieser Mann. Ja? Ich darf jetzt nichts gegen ihn sagen, aber dieser Mann ist reich. Der hat viele, viele Prozesse geführt und viele, viele Prozesse gewonnen. Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, hat er sozusagen auch den größten Anteil an Klagen überhaupt. Er hat 72 Klagen erhoben gegen 43 verschiedene Unternehmen. Das ist also ein Nummer-1-Player. Sie sehen aber auch, es gibt noch andere, es gibt sozusagen namentlich bekannte Personen, die das regelmäßig hauptberuflich machen. Ja? Fahren Sie hin zur Hauptversammlung, setzen sich dahin, warten darauf, dass irgendwas schief geht, schreiben das schnell auf, legen Klage ein und kassieren ab. Keine dumme Sache. Die 10 Millionen kriegen Sie natürlich nicht alleine. Wenn die nämlich alle zusammen klagen, kriegt natürlich jeder von denen halt einen Anteil von 10 Millionen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 Millionen durch 6 kriegt jeder seinen Anteil. Gute Sache, alle glücklich. Das ist eine interessante Problematik, die nämlich die Frage aufwirft, ist das so okay? Und das ist nicht ganz so eindeutig, wie man vielleicht meinen könnte. Weil selbstverständlich klagen die nicht einfach nur des Klagens willen, sondern die klagen nur dann, wenn die eine Aussicht auf Erfolg haben. Und die haben sie deshalb, weil irgendjemand gegen irgendeinen Paragraphen verstoßen hat. Die haben nur dann eine sinnvolle Klage, wenn die Gesellschaft sich nicht an ihre Regeln gehalten hat. Und dann ist die Folgefrage, sollte man dann eine Klage verbieten? Wenn halt jemand gegen Regeln verstößt, muss er halt darunter leiden. Das eigentliche Problem ist, dass die auf einmal 10 Millionen dafür kriegen und dann trotzdem der eigentliche Problempunkt nicht behoben wird. Die Gesellschaft hält sich an die Verfahrensregeln, zahlt 10 Millionen und alle Menschen sind glücklich. Das ist auch nicht das Ziel der ganzen Operation. Ganz kurz Frage, also nur zum Verständnis, aber der ist Aktionär von der Aktie? Ja, okay. Ja, reicht ja, wenn Sie eine Aktie haben. Okay. Eine Aktie von jedem DAX-Unternehmen kommen Sie relativ billig mit hin, kaufen Sie, weiß nicht, für 5.000 Euro sind Sie dabei. Noch nicht mal, wahrscheinlich viel weniger. Wie teuer sind die teuersten Aktien? Nur 50, 60 Euro. Also 30 DAX-Unternehmen mal 50. Hm? 30 mal 15, 3.000. Hm? Was? 100 Euro Aktien? Ja, Telekom hat auch mal 100 Euro, kann ich Ihnen sagen. SAP ist noch stabil, ja, in der Tat. Ja, aber das kommt schon mit den 50 Euro im Durchschnitt. Ja, man hat die Commerzbank am unteren Ende und am oberen Ende. Also, wie gesagt, Sie kommen da schon hin, investieren Sie mal, dann können Sie auch dahin. Ja, also wie gesagt, die Kernfrage, die man sich hier stellen muss, ist es sinnvoll, dass diese Menschen als Polizisten durch die Gegend gehen, sagen, okay, das ist schiefgelaufen, unstreitig. Da ist ein Verfahrensfehler, erheben eine Klage, und lassen sich dann ihre Klage abkaufen gegen Zahlung einer entsprechenden Summe im Vergleichswege. Und wie soll man sagen, die Mehrheit im Volke bzw. der Gesetzgeber sagt, das ist nicht okay, das sind die sogenannten räuberischen Aktionäre, die missbrauchen ihre Klagebefugnis und machen ihr Recht zu Geld. Dass sie das so machen, sieht man an ganz interessanten Sachen.
wenn man nämlich guckt, was die eigentlich anfechten. Die fechten gerne an die Entlastung, weil Entlastung ist immer so schwammig, wie wir gerade gesehen haben, dass man da immer mal irgendwie sagen kann, ja, nee, da hätte er es mal vorher sagen müssen, das war nicht gut. Weiterhin, Satzungsänderungen sind ganz attraktiv, beziehungsweise Wahlen, weil die müssen halt irgendwann eingetragen werden. Und solange sie das Ganze blockieren können, können sie Leute erpressen und sagen, hör mal, wir verzögern das jetzt noch um 2-3 Jahre, wenn ihr nicht sofort zahlt. Ansonsten sehen Sie hier, Kapitalerhöhungen und Konzernrecht sind eher selten. Der Grund dafür ist aber ganz einfach, solche Beschlüsse kommen relativ selten vor. Also eine reine Kapitalerhöhung gibt es eigentlich nicht. Es gibt immer nur genehmigtes Kapital, was deutlich häufiger erfolgt. Also links sind keine Prozente, sondern das sind absolute Zahlen? Das sind absolute Zahlen, ja. Das wäre ja kein Sinn, wenn Sie da 80% hätten, dann würde es sich ja aufaddieren zu 200% oder was. 300. Interessant auch, warum angefochten wird. Angefochten wird wegen Einberufungsmängeln. Angefochten wird auch wegen Auskunftsrechtsverletzungen und wegen Stimmverbot, weil jemand mitgestimmt hat, der nicht hätte mitstimmen dürfen. Die Hauptkritik ist, dass hier die Verfahrensmängel links oben einen so großen Anteil annehmen, dass wir sagen, da hat einer irgendwie die Adresse falsch geschrieben und schon kann ich anfechten. Das sei sozusagen zu viel des Guten, das sei ein Rechtsmissbrauch. Solange sich kein anderer Aktionär beschwert, sei die ganze Sache doch in Ordnung. Was hat der Gesetzgeber dagegen getan? Der Gesetzgeber hat zunächst mal schrittweise versucht, die Anfechtung einzudämmen, indem er etwa gesagt hat, dass Auskunftsrechtsverstöße grundsätzlich nicht zur Anfechtung berechtigen, 243 Absatz 3. Er hat schließlich das legendäre Freigabeverfahren in 246a eingeführt, ein Verfahren, was rechtlich höchst bedenklich ist, weil es nämlich sagt, die Gesellschaft kann eine Freigabe der Eintragung des Handelsregisters beantragen, selbst dann, wenn der Beschluss rechtswidrig ist, wenn der Aktionär, der klagt, weniger als 1.000 Euro investiert hat. Mit der Begründung, jemand, der so geringfügig beteiligt ist, würde nicht die Interessen der Aktionäre wahrnehmen, sondern nur seinen Eigennutz. Außerdem hat der Gesetzgeber die Offenlegung von Vergleichssummen und Ähnliches angeordnet, damit halt jeder sieht, was das für Schweine sind und wir die alle für böse empfinden. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, hier zum Beispiel eine aktuelle BGH-Entscheidung von vorletzten Monat. Da ging es darum, dass ein Protokoll geführt wurde auf einer AG mit 2 Aktionären. Es gab genau 2 Aktionäre, die hatten einen Notar und der hat den Protokoll geschrieben, es wurde offen abgestimmt. Daraufhin sagt der BGH, ja, als das Protokoll was schreibt, es wurde offen abgestimmt, ist ja viel zu unbestimmt. Wir wissen ja gar nicht, wie abgestimmt worden ist, zum Beispiel durch Zuruf oder durch Handheben oder durch Gesten. Dieses Protokoll ist leider untauglich und damit seien die Beschlüsse alle unwirksam. Also Sie sehen, das ist wirklich so formalistisch, mit einem Kommafehler können Sie sich Ihre ganze HV ruinieren. Jetzt sagen Sie, bei 2 Personen ist nicht so schwierig, dann machen Sie halt nochmal einen Kaffeetisch. Aber das Ganze ist ein Thema und dieses Thema wird jetzt ein Mann für uns alle lösen, nämlich Jens Koch. Sie sehen, da ist er im schicken Anzug mit strahlendem Lächeln. Er wird nämlich auf dem Juristentag vortragen zum Thema, empfiehlt sich eine Reform des Beschlussmängelrechts im Gesellschaftsrecht? Und ich kann schon vorwegnehmen, die Antwort lautet ja. Ja. Können Sie sich anhören, fahren Sie zum Juristentag, erleben Sie Herrn Koch in Leipzig. Ja, letztes Jahr war in Essen, haben Sie Pech gehabt. Also vor 2 Jahren. Herr Koch reformiert das alles in seinem tollen Gutachten. Wir müssen aber nicht irgendwelche Pläne, die Herr Koch sich ausdenkt, behandeln, sondern wir müssen hier ganz knallhart mit dem Gesetz arbeiten. Und wenn wir mit dem Gesetz arbeiten, gucken wir uns zunächst mal ein Prüfungsschema an. Wir arbeiten jetzt hier wie mit der Hämmermethode. Wenn Sie eine Klausur haben, wo es um Beschlussmängel geht, müssen Sie die regelmäßig als Klage prüfen. Eine Klage hat immer eine Zulässigkeit, eine Begründetheit.
Wobei meine Kollegen aus dem Prozessrecht würden sagen, Zulässigkeit ist ja vielleicht ein bisschen zu eng. Wir müssen sagen, Sachentscheidungsvoraussetzungen, aber wir schreiben Zulässigkeit. So, wir brauchen ein zuständiges Gericht. Hier brauchen Sie nicht die ZPO, sondern, das steht alles in 246 Absatz 3 Satz 1, zuständig ist das Landgericht am Sitz der Gesellschaft. Und zwar ganz konkret ist zuständig die Kammer für Handelssachen, sofern es eine solche KFH gibt. Wenn es keine KFH gibt, ist halt die Zivilkammer zuständig. Dann brauchen Sie die statthafte Klageart. Das ist ein bisschen wie im Verwaltungsprozessrecht. Da haben Sie nämlich hier zwei Möglichkeiten. Entweder eine Gestaltungsklage, genannt Anfechtungsklage, oder eine Feststellungsklage, genannt Nichtigkeitsklage. Aber hier arbeitet der BGH ein bisschen wie ein Verwaltungsgericht und sagt, ja, wir legen das mal alles so aus, so im Sinne der Parteien, und sagen, die Anfechtungsklage enthält immer auch ein bisschen Nichtigkeitsklage und die Nichtigkeitsklage auch mal ein bisschen Feststellungsklage, denn das Ziel des Klägers ist es, den Beschluss wegzumachen. Weg soll er sein. Einverstanden? Und deshalb sagt der BGH, wenn Sie Anfechtungsklage erheben, dürfen Sie trotzdem Nichtigkeitsgründe prüfen. Und wenn Sie Nichtigkeitsklage haben, dürfen Sie trotzdem Anfechtungsgründe prüfen. Es spielt also keine Rolle, was Sie beantragen, Sie kriegen immer das Gleiche. Ist ein bisschen wie im Restaurant, gehen Sie nach McDonald's, bestellen Big Mac, schmeckt trotzdem genauso wie Cheeseburger. Na, die Soße ist besser. So, der Klagegegner ist die Gesellschaft. Der Klagegegner ist nicht der Aufsichtsrat und nicht der Vorstand, die verklagen die Gesellschaft als Aktionär. Die wird dann vertreten durch den Vorstand und den Aufsichtsrat. Das heißt, da sitzen dann wirklich alle Leute, die Sie eben auf dem Foto gesehen haben, Ihnen gegenüber oder auch deren Anwalt, wahrscheinlich sind Sie persönlich da, und dann wird über die Sache gestritten. Schließlich brauchen Sie auch ein allgemeines Rechtsschutzbedürfnis. Das soll fehlen, wenn Sie sozusagen gar kein Interesse an dem Ergebnis haben. Es wurde zum Beispiel gesagt, dass es Rechtsmissbräuche, die Klagen gibt, die ausschließlich der eigenen Bereicherung dienen, dann wird das Ganze als unzulässig abgewiesen. Das hat aber sehr hohe Anforderungen, weil jeder ein Interesse daran hat, dass Menschen sich rechtmäßig verhalten. Deshalb können Sie da auch als Aktionär immer klagen. Die Begründetheit sollten Sie praktischerweise wie folgt prüfen. Zuerst prüfen Sie, ob schon Nichtigkeitsgründe vorliegen. Natürlich außer 241 Nummer 5, weil da kommt die Anfechtungsgründe wieder mit drin. Danach prüfen Sie, ob eine Anfechtungsbefugnis vorliegt, ob eine Anfechtungsfrist vorliegt und keine Bestätigungsbeschlüsse. Und dann prüfen Sie erst die Anfechtungsgründe der Reihe nach durch. Und zwar da konkret die verfahrensbezogenen und dann die materiellen. Bisschen wie im öffentlichen Recht, wo Sie auch prüfen, formelle Rechtmäßigkeit, materielle Rechtmäßigkeit, prüfen Sie hier zunächst verfahrensbezogene Anfechtungsgründe und dann die inhaltlichen Anfechtungsgründe. Inhaltliche Anfechtungsgründe machen wir heute aber keine, deshalb interessiert uns das hier nicht so sehr. Die Rechtsfolge der Anfechtungsklage, Regel 248, der sagt, das Urteil wirkt gegen jeden, auch wenn man nicht Partei ist. Sie wissen normalerweise, was Sie vor Gericht machen, wirkt nur zwischen Kläger und Beklagten. Hier haben Sie ein Urteil, was gegenüber jedermann wirkt, ein bisschen wie eine Verfassungsbeschwerde oder Normenkontrolle. Das Urteil hat Wirkung gegen alle. Das Ganze wird dann entsprechend auch im Handelsregister eingetragen, wenn das Ganze Satzungsänderungen betraf, und dann ist man auch zufrieden. Die Anfechtungsbefugnis nach 245 steht nur zu den Leuten, die erschienen sind und die Aktien vor der Bekanntmachung der Tagesordnung erworben haben und Widerspruch zur Niederschrift erklärt haben. Das sind drei Voraussetzungen. Erstens noch Aktionär, zweitens vorher erworben und drittens Widerspruch zur Niederschrift. Nur dann dürfen Sie anfechten. Weiter dagegen nach Nummer 2, wenn Sie nicht zugelassen worden sind, wenn der Türsteher also sagt, du kommst hier nicht rein, oder zweite Variante, nicht ordnungsgemäß einberufen ist, wenn man Ihnen sagt, wir treffen uns in Köln und dann treffen die sich heimlich alle in Bonn, dann
können Sie auch sagen, Mist. Das ist Voraussetzung bei Absatz bei Nummer 1 Widerspruch, dass man auch gegen den Beschluss gestimmt hat? Nein, das kann ja keiner überprüfen im Normalfall. Aber Sie müssen nicht dagegen gestimmt haben. Sie können dafür stimmen, aber sagen, ich bin trotzdem der Meinung, dass es verfahrensmäßig falsch zustande gekommen ist und deshalb erhebe ich jetzt Widerspruch. Aber es ist meistens ein Indiz gegen Rechtsbedürfnis, wenn Sie dafür gestimmt haben und gesagt haben, ist mir eigentlich egal. Also Sie können sogar enthalten. Also wenn Sie schlau sind, enthalten Sie sich eh und sagen, ich halte das alles für Unwillen. Und schließlich, wie gesagt, der Fall, dass die Tagesordnung nicht bekannt ist, dann wissen Sie gar nicht, worum es geht, dann können Sie sich nicht vorbereiten. Das Ideal ist ja, dass jeder Aktionär sich gründlich mit der Thematik auseinandersetzt vorher und vorher alles gelesen hat und sich selber seine Meinung gebildet hat und dann vernünftig abstimmen kann. Das können Sie ja nicht, wenn nicht vernünftig einberufen worden ist. Ja, 243.2 setzt voraus, dass Sie die Aktien vor der Bekanntmachung der Tagesordnung erworben haben, aber gerade keinen Widerspruch zur Niederschrift. Ansonsten kann der Vorstand immer Klage erheben, wenn er sich schlecht behandelt fühlt. Und es kann auch jedes einzelne Mitglied von Vorstand und Aufsichtsrat klagen, wenn es dadurch zu einer strafbaren Handlung oder Ordnungswidrigkeit verpflichtet würde oder sich selber schadensersatzpflichtig machen würde. Also wenn Sie jetzt beschließen, wir wollen ein Kartell, dann können Sie sagen, ich klage dagegen, der Beschluss ist unwirksam. In der Praxis kann das nicht vorkommen, weil die Hauptversammlung eh nicht über Geschäftsführungsangelegenheiten beschließen kann, aber in der Theorie kann es solche Fälle geben, dass die Hauptversammlung irgendwas beschließt, was evident ein strafbares Verhalten darstellt. Ja, man weiß nicht genau was, aber irgendwas können die machen. Die Klagefrist ist extrem kurz, ein Monat, nicht 4 Wochen, nicht 30 Tage, sondern ein Monat. Das heißt, nach dem Tag der Hauptversammlung sehen Sie einfach einen Monat drauf. Also wenn Sie am 1. Juni haben, enden Sie am 1. August und so weiter und so fort. Die Tage hängen davon ab, wie viele Tage der Monat hat. Tolle Sache. Anfechtbare Hauptversammlungsbeschlüsse können bestätigt werden. Für die Fachleute im BGB AT, das ist die Parallele zu 144 BGB, wenn die Aktionäre feststellen, der Beschluss könnte unwirksam sein und denselben Beschluss dann nochmal fassen, dann ist der andere Beschluss sozusagen dadurch geheilt. Das hat das Ganze sozusagen, zieht irgendwann die Grundlage. Wenn Sie das Ganze nochmal gemacht haben und erst näher gesagt haben, wir haben den Fehler inzwischen behoben, machen es nochmal richtig, dann können Sie nicht nochmal klagen. Der Satz 2 sagt aber, ausnahmsweise können Sie trotzdem noch weiter klagen, wenn Sie gerade daran ein Interesse haben, dass in der Zwischenzeit der Beschluss wirksam ist. Ja, also in der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen, weil der Bestätigungsbeschluss keine Rückwirkung hat, sondern nur ab der Zukunft wirkt. Ja, Absatz 1 ist der einfache Fall. Jeder Verstoß gegen Gesetz oder Satzung ist ein Anfechtungsgrund. Gesetz und Satzung umfasst auch allgemeine Prinzipien, insbesondere die Treupflicht. Wenn Sie sagen, dieser Beschluss ist treuwidrig, weil er irgendwie die Gesellschaft benachteiligt, dann können Sie dagegen vorgehen. Ebenso bei Gleichbehandlungsverstößen. Wenn Sie sagen, da wird jemand bevorzugt, der nicht bevorzugt werden darf, können Sie sagen, unfair, das geht nicht. Der 243.2 ist aber eine Sonderregelung genau für den Fall. Der sagt nämlich, wenn einem Aktionär Sondervorteile nach der Gesellschaft gewährt werden, können Sie auch deshalb anfechten. Der Unterschied ist vor allen Dingen der 245, der sagt, wegen Absatz 2 können Sie selbst dann anfechten, wenn Sie nicht Widerspruch eingelegt haben, nach Absatz 1 nur, wenn Sie Widerspruch eingelegt haben. Der Grund ist, die Bevorzugung ist immer eine böse Sache. Einzige Ausnahme, wenn Sie einen angemessenen Ausgleich bekommen haben. Gerade bei Verfahrensfehlern ist die Folge Anfechtbarkeit sehr hart. Der BGH hat früher gesagt, es kommt auf die Kausalität an. Kausalität heißt, dass die AG beweisen muss, dass ohne den Verfahrensfehler der Beschluss anders ausgefallen wäre.
nicht anders ausgefallen wäre. Die AG muss also hingehen und sagen, selbst wenn wir es richtig gemacht hätten, wäre exakt das Gleiche rausgekommen. Das ist insbesondere dann ein Problem, wenn ein Minderheitsaktionär sagt, ich wusste nicht, wie ich abstimmen soll. Dann sagen sie, okay, du hattest eh nur 1%, selbst wenn du anders abgestimmt hättest, wäre es genau das Gleiche rausgekommen. Deine Stimme ist uns völlig egal. Deshalb hat die Rechtsprechung das inzwischen geändert und hat jetzt die Relevanztheorie für die Folgen des Strafrechts im ersten Semester. Relevanz soll ein wertendes System sein und wertend bedeutet, es wird geguckt, hätte ein vernünftiger Aktionär, wenn das anders gelaufen wäre, möglicherweise irgendwie anders entscheiden können. Ja, also es wird nicht geguckt, ob der konkrete Mensch irgendwie anders gemacht hätte, sondern es wird überlegt, hätte ein hypothetischer Aktionär irgendwie sich beeinflussen lassen von diesem Verstoß. Das ermöglicht dem Richter beliebige Ergebnisse. Er kann nämlich sagen, ein vernünftiger Aktionär, dem wäre es egal gewesen, oder ein vernünftiger Aktionär hätte natürlich auf keinen Fall unter den umstehenden Vertrag den Beschluss gefasst. Wenn auf dem Klo keine Rede kommt, dann kann man sich nicht konzentrieren. Dann muss man eben das ändern. Das kann die Rechtsprechung hier werten. Typische Fälle sind halt auch so Taschenkontrollen und Ähnliches. Das machen wir dann nächste Woche. Letzter Punkt für heute. 243 hat Ausnahmen. Der hat nämlich eine schwarze Liste. Der sagt, die Anfechtung kann nicht gestützt werden auf technische Störungen bei digitaler Stimmabgabe, auf Verstöße gegen Veröffentlichungspflichten, Mitteilungspflichten in Bezug auf die Hauptversammlung und auf Gründe, die nach HGB ein Prüfungsverfahren eröffnen würden. Der zweite Ausschlussgrund ist in Klausuren deutlich relevanter, das ist der Absatz 4. Der sagt nämlich, bei falscher Auskunft kann ich nur anfechten, wenn ein objektiv urteilender Aktionär das als wesentliche Voraussetzung für die sachgerechte Wahrnehmung seiner Rechte enthält. Damit wollte der Gesetzgeber das, was ich Ihnen eben als Relevanztheorie geschildert habe, für diesen konkreten Fall mal kodifizieren, hat sozusagen das als Einzelfall geregelt und sagt ausdrücklich, zweitens, ich kann nicht anfechten, wenn es nur ums Geld geht. Wenn es um die Höhe meiner Entschädigung geht, dann muss ich in ein Spruchverfahren gehen. Da wird dann die Höhe von Entschädigungen bei Umwandlung oder Konzernierung ermittelt. So, damit hätten wir die Anfechtungsklage auch schon abgehandelt. Nächste Woche machen wir dann das Freigabeverfahren und vor allen Dingen lesen Sie sich diesen schwierigen Sachverhalt durch, den ich extra für Sie hochgeladen habe, mit dieser wunderbaren Aktiengesellschaft mit der Hauptversammlungseinberufung. Da werden Sie staunen, das ist ein schwieriger Fall. Und Sie müssen alle Fehler entdecken, es gibt viele Fehler. Es gibt über 6 Fehler in dem Ganzen. Entdecken Sie alle Fehler und werden Sie zum räuberischen Aktionär. Ihre Chance, 10 Millionen zu verdienen.